So, hallo und herzlich willkommen bei Patch 2.1.2. Wir befinden uns aktuell auf dem BTR-Server und hier werfen wir natürlich einen Blick, was uns in der nächsten Season erwartet, wie die Items überarbeitet wurden. Es gibt ja einiges Neues, es gibt jetzt neue Stufen von Items mit mehr Fähigkeiten und so weiter. Und es werden auch aktuelle Set-Boni überarbeitet. Hier hatten wir zum Beispiel mal den Demon Hunter. Und wenn wir hier einen Blick auf sein neues Set werfen, seht ihr, dass der Zweierbonus sich irgendwie komplett geändert hat, denn im Vergleich zum alten Set hier hat man 500 Geschicklichkeit und jetzt wirkt sich das direkt auf eure Hasserzeuger aus, also Elementarpfeil, Aufspießen und so weiter. Das Ganze soll einfach den Effekt haben, dass die Spieler nicht nur Türme hinstellen, sondern auch wieder aktiv am Kampf teilnehmen und eben zusätzlich mit ihren Attacken reinfeuern, da die jetzt um einiges mehr Schaden macht. Was noch schon sehr, sehr auffällig ist, haben wir hier unten in der Leiste, und zwar sehen wir hier, wir haben drei Stacks von Geschütztürme, also Geschütztürme haben jetzt keinen Cooldown mehr, denn wenn ihr jetzt am Live-Server einen Demon Hunter spielt, hat das natürlich Cooldown, ihr müsst stellen, warten, 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 wieder stellen, wurde komplett entfernt, ab jetzt gibt es praktisch Aufladungen und wir können jetzt, ich zeige es euch mal, einfach drei Türme hintereinander stellen und dann beginnen die Aufladungen praktisch wieder von vorne. Also da muss man warten, es dauert ca. 10 Sekunden, bis eben ein neuer Turm aufgeladen wurde. Und so stackt das wieder auf 3 hoch. Also das ist Game-Changing, das bedeutet also während des Spielens ist die Farmgeschwindigkeit, wird vom Demon Hunter nochmal erheblich erhöht, einfach aus dem Grund, da man die Türme jetzt immer wieder gezielt stellen kann und nicht wieder einen Turm stellt, ewig warten muss, einen Turm stellt, sondern man kann jetzt praktisch einfach irgendwo hinrollen, in eine Gruppe rein, man pullt mit Multischuss einige Gegner, sage ich mal, und während die heranlaufen, stellt man einfach die drei Türme und dann werden sie von den Türmen zerrissen. Noch eine persönliche Anmerkung, ich spiele ja mit einem Blitz Demon Hunter, wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, ich lege euch den Link rein, wo diese Skillung genau beschrieben ist und es gibt jetzt ja die Möglichkeit, auf den Frost Demon Hunter zu wechseln, zum Beispiel eben mit einem Atrio und einem Bombenrucksack und der Bombenrucksack gibt uns nochmal drei Geschütztürme, das bedeutet also, wir haben die drei durch die Aufladungen werden aber nicht auf 5 erhöht, sondern wir müssen dann kurzzeitig warten, bis eben wieder zwei von den Aufladungen ready sind. Und erst wenn dann die zwei ready sind, das sehen wir jetzt gleich, dann können wir die einfach dazustellen. Ich stelle hier noch einen hin und hier einen. Also die Gesamtanzahl bleibt weiterhin bei 5. Wir können aber nur 3 instant stellen, müssen dann kurz warten, bis die anderen durch die Aufladungen wieder ready sind. So, das war es jetzt von mir vorab mal auf dem BTR. Ich werde jetzt mal anständig durchzocken, werde euch auch sehen. Ich farm hier eine Kiste voll mit Legendaries, die mache ich dann auf. Dann schauen wir mal, ob die neuen Legendaries dabei sind von den Items. Ich habe jetzt schon am BTR ein paar von diesen Items gesehen. Sieht sehr spannend aus und ich werde auch mal 1000, 2000 Splitter bei Kadala reingampeln, um zu überprüfen, ob man auch bei Kadala schon die neuen Items bekommen kann. Also bleibt am Ball, vergesst nicht den Channel zu abonnieren. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, stellt die in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.